Ich denke, dass der Umweltausschuss das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat. Wir haben einen Wettbewerb der Zahlen bekommen. Wir haben uns nicht darauf geeinigt, dass wir das geistige Eigentum der europäischen Unternehmen schützen wollen. Und der Ausschuss hat so getan, als ob die Zahl 25 und 30, dass 30 automatisch besser ist. Das ist nicht immer so. Und in diesem Falle, glaube ich, haben wir des Guten zu viel gemacht. Ich hätte mir realistischere Zahlen vom Ausschuss gewünscht. Also der Ausschuss hat beschlossen, Geldbeträge einzusetzen, die über das Vierfache dessen stehen, wie wir sie bis jetzt beschlossen haben. Ich muss ja dann auch die Frage beantworten, wo kommt das Geld her? Die muss ich ja irgendjemand wegnehmen. Der Ausschuss hat beschlossen, das geistige Eigentum nicht zu schützen. Das heißt also, wenn ein kleines Unternehmen in Europa eine gute Erfindung macht, dann ist nicht sicher, dass diese Erfindung im Rahmen der Klimadebatte sein Eigentum bleibt, sondern er möglicherweise das abgeben muss. Das kann man gegenüber gerade unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht akzeptieren. Da sind viele andere Sachen, die zwar Kleinigkeiten sind, die aber zeigen, dass da sehr emotional dran gegangen ist. Und ich glaube, wenn man Klimapolitik seriös machen muss, dann muss man mit klugem Verstand machen, auf wissenschaftlichen Basis geleitet. Und das habe ich heute hier vermisst.